Sie sind hier, 7. August 2018, 13.36 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Florian Wellbrock steht etwas glücklich im Freistil-Finale über 800 Meter Urheberrecht. Getty Images. Der deutsche Schwimmer kann sich bei der Europameisterschaft weiter Hoffnungen auf eine Medaille machen. Enttäuschend läuft es für Springer Patrick Hausting. Europameister Florian Wellbrock hat seine Chancen auf eine zweite Medaille bei der EM in Glasgow gewahrt. Der 20 Jahre alte Magdeburger zog mit etwas Glück als Vorlauf-Siebter über 800 Meter Freistil ins Finale am Mittwochabend ein. Am Sonntag hatte Wellbrock Gold über 1500 Meter gewonnen. Ich wusste, dass im Lauf vor mir die Post abgehen wird, deswegen hatte ich etwas Pech, sagte Wellbrock, der nur um 0,69 Sekunden ein Vorlauf ausvermied. Im Finale will er seinen deutschen Rekord 7:46,85 Minuten angreifen, aber ich muss sehen, wie ich die drei Rennen verkrafte. Wie erwartet ohne Finalchancen waren Henning Mühlleitner als 18. und Paul Zellmann auf Rang 20. Köhler mit Medaillenchancen im Finale. Am Dienstagabend steht neben Wellbrocks Freundin Sarah Köhler, die als Vorlauf-Zweite über 1500 Meter Freistil Medaillenchancen hat, auch die deutsche 4x200m Freistil-Staffel der Frauen. Das Quartett mit Reva Fuß, Marie-Pierre Troschka, Isabel Gose und Annika Brohn zog mit der drittbesten Zeit in den Endlauf ein. Den Sprung ins Halbfinale schafften Christian Diener, 200 Meter Rücken, und Fabian Schwingenschlögel, 50 Meter Brust. Hausting verpasst 1 Meter Finalleder. Körperlich angeschlagene Olympiadritte Patrick Hausting ist mit einer großen Enttäuschung in die Wassersprung-EM in Edinburgh bei den European Championships gestartet. Der 29 Jahre alte Berliner verpasste am Dienstag als 14. des Vorkampfes 316,65 Punkte, das Finale vom 1M-Brett. Für seinen letzten Sprung, einen 2,5 Auerbach-Salto, erhielt der Wiese-Weltmeister nur 19,20 Punkte, damit waren seine Chancen aufs Finale dahin. Am Ende fehlten Hausting 14,15 Zähler auf Platz 12. Auch sein Berliner Synchronpartner Lars Rüdiger schied auf Rang 13, 328,20 aus. Eine Woche vor seinem EM-Start hatte sich Hausting bei einem Trainingssturz Blessuren am Oberschenkel und am Fuß zugezogen. Davor war er monatelang wegen einer Knieverletzung ausgefallen. Natürlich will ich um die Medaillen mitspringen, hatte der Rekord-Europameister vor seinem Start gesagt, aber es wird schwer mit dem Trainingsrückstand. Punkt. Vielleicht kann ich mit meiner Erfahrung etwas kompensieren.